Hallo meine lieben Freunde meines Kanals und herzlich willkommen zu dieser neuen Kakerlakenparty. Wir haben heute wieder ein Hörspiel für euch. Das heißt, ihr hört heute nichts Neues, sondern die Anrufe aus der vergangenen Woche zusammengefasst als Hörspiel ohne mein Blabla dazwischen. Ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Hörspiel Kakerlakenparty. Hallo, kann ich mit Henry Harmut sprechen? Sie haben sich bei uns registriert für Deutsche Postaktien. Verstehen Sie? Sprechen Sie Deutsch oder Russisch? Was? Das Erste. Das Erste, Deutsch. Okay. Ihr Name ist Henry, korrekt? Ja. Gut. Also, wie verstehe ich, habe Interesse für Aktien. Haben Sie schon Erfahrung? Haben Sie schon mit Aktien gehandelt? Nein. Nein, keine Erfahrung. Okay. Also, ich möchte verstehen, wie viel wollen Sie verdienen mit Aktien? Eine Billiarde Euro. Wie viel? Eine Billiarde. Eine Billiarde. Also dafür müssen Sie investieren ungefähr 500.000 Euro. Das geht, das Hammer. Das geht? Haben Sie so viel? Gut. Also in diesem Fall, Sie können mit Ihrer Karte Investitionen machen. Haben Sie Karte, Visa, Mastercard? Da habe ich eine ganz spezielle. Ganz spezielle? Ja. Spezielle. Oder Sie können auch Überweisung per Bank machen. Also das ist MoneyGram. Warum? Was, warum? Das ist auch bequem. Ja, und wenn es geht um solche Beträge, ja, dann es ist sicher, Banküberweisung zu machen. So, was ist für Sie bequem? Mit Ihrer Karte oder per Banküberweisung? Ja, bequem ist, wenn ich auf der Couch liege. Mit Karte. Okay. Ihr Bank ist Sparkasse, oder? Nee. Nee? Nee. Okay. Aber Sie haben innere Karte? Was? Oder diese, haben Sie innere Karte, die funktioniert nur in Deutschland, oder Sie können mit Ihrer Karte internationale Transaktionen machen? Die funktioniert im ganzen Universum. Im ganzen Welt? Ja, ganze Universum. Okay, gut. Benutzen Sie Telegram? Telegram? Ja, Telegram Messenger. Ja. Ja, einen Moment. Ich muss dort finden. Ja. Was machen wir da bei Telegram? In Telegram können wir direkt reden. Ja, ich bin Ihre Finanzberaterin für Aktien. Und also, das wird bequem für Sie und für mich sein. Also mit dieser Telefonnummer gibt es keinen Telegram-Benutzer. Das ist richtig. Also Sie benutzen Telegram nicht? Doch. Okay, mit welcher Telefonnummer haben Sie Telegram? Mit einer anderen. Okay, geben Sie mir diese Telefonnummer? Nee. Nee? Nee. Sie wollen mit mir nicht reden? Na, wir reden doch. Ja, aber für weitere Mitarbeiter müssen wir weiterreden, ja? Geht das nicht am Telefon? Am Telefon auch, aber in Telegram sind wir immer in Kontakt, ja? Ach so, da meinen Sie, da geht der Betrug anonymer. Betrug anonymer? Warum? Na, weil ihr doch illegale Betrüger seid. Warum? Ja, wie warum? Das erklärst du mir doch die ganze Zeit. Schnecke, ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Warum bin ich Betrüger? Ja, weil du mein Geld klauen willst. Keine seriöse Bank arbeitet über Telegram. Wir arbeiten per Telefon, aber wenn Sie wollen individuell mit Ihrem Finanzberater sprechen, Sie können das per Messenger machen, ja? Ja, das klingt nach Betrug. Okay, also das ist Ihre Meinung? Nee, das weiß ich, das ist keine Meinung, das ist Wissen. Das ist nur Ihre Meinung. Nein, das leider ist keine Meinung. Okay. Das ist wenn Wissen. Sie wollen nur das ist per Fachwissen. Telefon, wenn Sie nur per Telefon kommunizieren wollen, dann machen wir das nur per Telefon oder per E-Mail. Aha.
Ja. Ja? Ja. Okay. Also, Ihre E-Mail-Adresse ist harmut.schimmeldonner@gmx.de. Ja. Korrekt? Super. Und ich kann auf diese E-Mail Ihnen Informationen senden. Mhm. Sie klingen so, als würde Ihnen die Arbeit keinen Spaß machen. Warum glauben Sie so? Nur weil Sie so gelangweilt reden. Oh, wirklich? Ja. So. Oder haben Sie Bauchschmerzen? Wir spielen hier nicht, ja, wir haben seriöse Themen. Ja? Und es geht über Investitionen. Ach so, na dann. Ich dachte, aber Sie haben ja bis jetzt noch nichts Seriöses gesagt. Ich glaube, ich muss seriös sein. Ja, das müssten Sie mal sein, ja. Ich mache zu viele Berechnungen pro Tag, Analyse. Ja. Müssen Sie sich da mal ausrechnen, wie viel Geld Sie so ergaunern? Das ist ja kompliziert. Ich kann kein Geld, Sie müssen etwas Geld haben auf Ihre Bilanz, auf Ihre Investitionskonto, damit weiter verschiedene Aktive kaufen, Aktien. Ja. Ja. Also, um Aktien zu kaufen, brauchen Sie Geld. Ja, Geld macht Geld. Ja. Und Geld macht Geld. Super. Also, das verstehen Sie. Und für mich ist es egal, wie viel wollen Sie investieren und wie viel können Sie investieren. Ja. Für mich ist es wichtig, dass weiter Sie ständig ein zusätzliches Einkommen von uns erhalten. Mhm. Und Ihr Gewinn, Ihr Profit, Ihr Geld können Sie in Ihrem Investitionskonto auf Ihr Bankkonto auszahlen. Ja. Okay. Kann ich Sie fragen, ob Sie schon einige Erfahrung haben auf dem Finanzmarkt? Na klar. Haben Sie schon an der Börse gehandelt? Nee. Nee. Okay. Und warum wollen Sie 500.000 Euro investieren? Na, also, weil man da ja reich werden kann. Ich krieg ja dann da die Billionen für. Wie lange dauert denn das mit der Billion? Wie viel dauert es dann was? Ja, bis zur Billion. Wie lange dauert? Wie lange dauert? Also unsere Mitart kann das ganze Leben dauern, ja. Also, nicht so lange. Sie, vielleicht haben Sie einige finanzielle Ziele, die Sie erreichen wollen, ja, und dann können Sie Ihr Konto bei uns schließen, Ihr Geld auszahlen und das war's, ja. Also ich weiß nicht, was ist Ihre finanzielle Ziele? Wollen Sie ein Auto kaufen und sagen uns tschüss? Nee, Autos habe ich schon ganz dann viele. Okay. Dann, ich sende Ihnen Informationen, was müssen Sie herunterladen und weiter Investitionen machen. Ja. Und okay. Dann? Was muss ich dann machen? Und dann werden Sie mit unserem Experten arbeiten. Also Ihr Expert, Ihr Finanzberater wird für Sie Trades öffnen und an der Börse handeln. Toll. Mit Aktien. Also Sie müssen pro Woche ungefähr eine Stunde mit Ihrem Finanzberater kommunizieren. So viel? Und Sie erhalten einen Bericht von Ihrem Finanzberater mit allen Trades für eine Woche, mit Höhe von Gewinn, wie viel haben Sie schon verdient und welche Prognose hat er für nächste Woche. Also jede Woche erhalten Sie einen Bericht von Ihrem Finanzberater. Mhm. Es wird schriftlich auf Ihre E-Mail senden. Und weiter? Weiter? Ja. Und so werden Sie weiter mitarbeiten. Ach so. Also wenn Sie wollen Ihr Gewinn auszahlen, so sagen Sie Ihrem Finanzberater, ich möchte meinen Gewinn auszahlen. Er stoppt alle Trades, schließt alle Trades und Sie zahlen Ihr Gewinn aus. Ja, macht er das gut? Also unsere Statistik zeigt, dass von 10 Trades 6, 7 Trades sind im Plus.
So, das ist eine gute Statistik. Mhm. Und sie erhalten ab 40% pro Monat als Nettogewinn. Wird da auch mehr? Und was? Geht da auch mehr? Auch mehr. Ja. Also sie erhalten ab 40%. Mhm. 40%, also ist minimal. Ja, also. Ach so. So, haben Sie schon mit Krypto vielleicht gehandelt? Nee. Nee, es ist auch gut und hochprofitabel, in Krypto zu investieren. So, es ist für Zukunft. Vielleicht werden Sie auch Interesse für Krypto haben. Unsere Spezialisten können damit Ihnen auch helfen. Haben Sie einen Frosch im Hals? Sie machen immer... Und was? Ja. Das ist meine Physiologie. Ihre Psychologie? Ich spreche physiologische. Ach, physiologisch. Hm. Also, ich spreche zu viel pro Tag, ja? Ach so. Gut, benutzen Sie iPhone oder Android? Da habe ich ein Telekommunikationsendgerät, meinen Sie? Ich muss das wissen und verstehen, wie können Sie mein Programm herunterladen. Machen Sie das per Play Market oder App Store? Nee. Was nee? Ne, das mache ich am Personality Computer League. In Ihrem Telefon? Nee. Haben was nee? Das mache ich doch am Computer. Okay, Sie benutzen Ihr Handy, ja? Nee. Also, Sie sprechen gleich mit Handy, ja? Nee, mit Computer. Und Sie benutzen immer nur Computer für Kommunikation mit Ihren Freunden, mit Ihrer Familie? Ja, das ist sicherer. Ist der Finanzmarkt für Sie so komisch? Warum sind Sie nicht so ernst? Warum muss man immer alles ernst nehmen? Geht doch auch mal anders. Ernst ist scheiße. Okay. Nehmen Sie bitte Ihr Handy, gehen auf Play Market oder App Store. Und dort müssen Sie Trust Wallet herunterladen, damit weiter eine Investition zu machen. Und was macht man damit? Mit Trust Wallet machen Sie eine Investition. Und damit, also mit diesem Trust Wallet machen Sie diese Investition und ich möchte Ihnen dabei helfen. Okay. Schreiben Sie bitte Trust Wallet. Ja, Moment, ich esse erstmal einen Löffel Marmelade. Also auf Deutsch schreibt man so Trust Wallet. Brust? Trust, ja. Trust Wallet ist es auf Englisch. Ach so. Und warum haben Sie Finanzmarkt gewählt als zusätzliches Einkommen? Warum ist das für Sie so interessant? Na, weil Geld macht Geld. Geld macht Geld. Ja. Okay. Wie ich verstehe, Sie sehen Finanzmarkt wie ein Hobby, ja, zum Beispiel. Hm. Haben Sie schon diese Trust Wallet gefunden? Nee. Wie geht es? Ich schreibe Ihnen gleich E-Mail. Ja. Schriftlich diese Trust Wallet. Also, ich habe E-Mail schon gesendet. Ist die schon raus, die E-Mail? Ja. Also, E-Mail von Helen Becker. Ich gehe mal gucken. So. Von wem ist die E-Mail? Das Thema von meiner E-Mail ist... Die Adresse wurde nicht gefunden. Das ist aber ein komisches Thema. Sie haben Ihre E-Mail falsch geschrieben. Ach so. Bei uns.
Ja. Das ist ja ungünstig. Ist Ihre E-Mail-Adresse wirklich hartmut.schimmeldonner@gmx.de? Nee, das GMX ist falsch. Falsch? Ja, bei GMX ist falsch. Geben Sie mir Ihre E-Mail-Adresse, damit ich... mdccfun.de. Also die ganze E-Mail-Adresse ist... hartmut.schimmeldonner@mdccfun.de. Einen Moment. Schimmeldonner. Okay, Ad und weiter. mdccfun.de. Wenn Sie sagen mdccfun, CC meinen Sie die ABC? Ja, genau. Okay. fun.de. Also versuch noch einmal. Ich habe schon gesendet. Vielleicht haben Sie? Ich gucke mal. Da steht Trustwallet. Ja. Ja. Also, diese Trust Wallet müssen Sie in Ihrem Handy herunterladen und weiter sage ich Ihnen alles Schritt für Schritt. Und wenn das nicht geht? Es geht. Nee. Gehen Sie bitte auf Play Market, wenn Sie Android haben, und oder auf App Store, wenn Sie iPhone haben. Und? Was denn? Es ist nicht so kompliziert, das Wallet zu finden. Ach so, ja. Also wenn für Sie war nicht so kompliziert, bei uns zu registrieren, also ich meine, das Wallet ist auch nicht so kompliziert herunterzuladen. Ja, fallen da viele Leute drauf rein? Bei mir? Ja. Nicht so viele. Nicht so viele? Ja. Merkt man. Unser Unternehmen arbeitet in der ganzen Welt und wir haben verschiedene Büros. Deshalb, in jedem Büro gibt es nicht so viele Leute. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Leichter. Ja, aber wenn Sie denn eins hochnehmen, ein Büro, dann fallen die anderen nicht auf, das stimmt. So. Was denn? Was denn? Haben Sie Trust Wallet gefunden? Wie bitte? Trust Wallet haben Sie schon gefunden? Ja, ja. Okay. Jetzt müssen Sie das Wort herunterladen? Nee. Was nee? Na, habe ich doch gesagt, mit Computer. Machen Sie mit Computer? Machen Sie etwas oder ja, nicht? Ich mache gerade was. Und Sie? Ich warte auf Sie. Ach so. Es wird natürlich leichter für Sie sein, diese Investition durch Überweisung machen. Ja, wie Sie wollen. Sie können das online machen, zum Beispiel. Es gibt MoneyGram online. Ja. Und Sie machen einfache Überweisung und das war's. MoneyGram, wissen Sie? Was ist das? Nee. MoneyGram, es ist so wie, funktioniert wie Western Union. Ach so. Ja, da wo man so anonym Geld ins Ausland schickt. Warum anonym? Na, ist doch anonym. Nicht anonym. Sie schreiben dort Namen des Empfängers. Ja, auch aber Land. Da kann ja stehen, was will. Wir haben Zahlungssystem. Ja. Und verschiedene Optionen für Investitionen für Deutschland. Ja. In Deutschland ist es wirklich gleichzeitig zu kompliziert, einige Überweisungen oder Einzahlungen auf die Börse zu machen und Krypto zu kaufen. Meistens sind deutsche Banken gegen solche Transaktionen. Ja. Aber wir haben viele Kunden von Deutschland, die auf die Börse
arbeiten wollen und Krypto kaufen wollen. So, wir suchen verschiedene Varianten für deutsche Menschen. So, für Sie gibt es zwei Optionen. Erste Option, Sie machen Investitionen durch Trust Wallet oder Sie machen diese Transaktion durch MoneyGram. Ja. Was ja? Ich nehme das Bessere. Das Bessere und das Leichteste für Sie ist MoneyGram. Okay. Okay. Wie wollen Sie das machen? Online? Sie müssen ein Konto öffnen in MoneyGram. Oder Sie können in die Bank gehen und MoneyGram überweisen machen. Was ist besser für Sie? Ist das eine Fangfrage? Also wenn Sie am Computer sind, Sie können MoneyGram überweisen online machen. Dazu schreiben Sie bitte in Google MoneyGram. Dann öffnen Sie Ihr Konto dort und machen diese Überweisung online. Verstehen Sie? Ja. Gut. Geht das mit dem Bescheißen sonst schneller? Entschuldigung, was? Ob das mit dem Bescheißen sonst schneller geht? Mit Bescheißen? Geht es sonst schneller? Was geht schneller? Na, der Betrug. Oh mein Gott. Warum registrieren Sie sich für Aktien, wenn Sie nur Betrüger sehen? Na, weil ich im Voraus weiß, dass ihr Betrüger seid und ich jede Menge Zeit von euch klauen will, damit ihr keinen anderen bescheißen könnt und du jede Menge Zeit verplempert hast. Sind Sie verrückt? Nee. Ja. Ich würde sagen, das nennt man sozial. Ich glaube, dass Sie sind Betrüger. Ja? Ja. Okay. Dann betrüge ich wohl die Betrüger. Okay. Das ist nicht okay. Nee. Sie arbeiten mit dem... Also noch arbeiten Sie nicht? Okay. Also Sie haben sich registriert... Bei Betrügern. Beim offiziellen Broker. Ja, bei einem offiziellen Betrüger. Bei dem offiziellen Broker. Fängt ja beides mit B an. Wir arbeiten per Gesetz. Per Gesetz? Und wir funktionieren an der Börse schon lange. Und wir haben Lizenz schon 9 Jahre. 9 Jahre macht ihr den Betrug schon? Das ist aber nicht schön. Was war Ihr Ziel? Na, hatte ich doch bereits geschildert. Mein Ziel ist es, den Betrügern möglichst viel Zeit zu stehlen, dass die Betrüger in der Zeit niemanden anderen bescheißen können. Sie haben vielleicht eine schlechte Erfahrung und jetzt in jedem Broker sehen Sie nur Betrüger. Nee. Es tut mir leid, dass Sie schon eine schlechte Erfahrung haben. Ja. Wirklich, ja. Oh. Na, aber warum betrügst du denn die Leute weiter? Ich habe nie mit ihnen gearbeitet. Nee, mit und mir noch nicht. Aber du betrügst ja andere Leute. Ja, wirklich? Ja. Warum glauben Sie so? Na, weil die Betrüger alle das gleiche Skript vorlesen. Alle wollen sie 250 Euro Mindestbetrag. Und alle wollen sie sich mit Kryptogeld nachher aus dem Staub machen, was kein Mensch mehr nachvollziehen kann. Ja. Ja, aber ich sage, Sie können auch MoneyGram-Überweisung machen. Ja, das ist ja auch ganz oft für Betrug benutzt. Genauso wie Western Union. Da geht das Geld ins Ausland, sodass es keiner mehr findet. Wissen Sie, es ist in Deutschland wirklich gleich kompliziert, auf der Börse zu arbeiten. Nee, gar nicht. Ja, es ist kompliziert. Nein. Sie können nur in Ihre Bank investieren und durch Bank an der Börse handeln. Nee. Sie sind... Das stimmt nicht. Sie haben keine Nachweisen, ja, keine Beweise, dass ich Betrüger bin. Naja, doch, weil du exakt das gleiche Skript vorliest, wie alle anderen Betrüger auch vorlesen. Gehen Sie bitte in Ihre Bank und investieren dort, wenn Sie... keine Ahnung haben, wie können Sie mit einem Broker arbeiten? Naja, aber ich habe Ahnung, wie man mit Betrügern arbeitet. Möglichst viel Zeit stehlen und das funktioniert supi. Wissen Sie was?
Verstehen Sie vielleicht Russisch ein bisschen? Nee. Nee? Nee. Okay, dann verstehen Sie weiter nicht, was sage ich. Aha, also aber meine ich sage Zuhörer, nur, die verstehen, was? Ich sage meine Zuhörer, die verstehen Russisch. Da kannst du jetzt auf Russisch labern und dann schreiben die mir deine Kommentare. Okay, super. Ja. Möchtest du noch jemanden grüßen? Ja, vielleicht. Ja, wen denn? Warum nein? Wen möchtest du denn grüßen, mein Kind? Wer ist bei Ihnen gleich? Alle sind gleich. Wer alle? Na alle. Wir alle sind gleich. Und doch nicht eins. Das ist sehr interessant. Gott wird dich beobachten und ganz genau aufpassen, was du machst. Wer, Gott? Ja. Sie sind gleich in der Kirche? Nee. Okay. Wer versteht mich? Wer kann mit mir gleich sprechen? Weiß ich nicht. Mit wem möchtest du denn sprechen? Sie haben das, Sie sind mit jemandem gleich, der versteht mich. So, wer ist das? Na, Gott wird dich vielleicht verstehen, aber ich glaube auch nicht. Der wird dich einfach vom Thron stupsen und dann fällst du mit der Nase in die Hölle und bleibst in, weiß ich nicht, Hitler seinem Papüchen mit der Nase stecken. Da, wo vorher die Ananas drin war. Gott existiert nicht. Nee, aber Allah. Nee. Aber offizielle Broker existiert. Ja, Betrüger existieren auch. Sie sind Betrüger. Das ist ja schön. Dann betrüge ich also eine Betrügerin. Sehr angenehm. Ja, was machen wir denn jetzt noch Schönes? Hast Erzählen du noch eine Sie mir schöne bitte Idee? Über sich. Ich soll was über mich erzählen. Ja. Ich sehe gut aus, bin extrem intelligent und das Beste an mir ist meine grenzenlose Bescheidenheit. Und was machen Sie? Was ist Ihr Beruf? Mein Beruf? Da bin ich Frostschutzwasserverkoster. Noch einmal, was? Frostschutzwasserverkoster. Frostschutz. Das wäre nicht gut. Ja. Frostschutz? Frostschutzwasserverkoster. Und was machen Sie dabei? Frostschutzwasserkosten. Und du? Ich bin Betrügerin. Ah ja. Okay. Aber eine nette Betrügerin. Danke. Bitteschön. Okay. So, wenn Sie noch Zeit haben... Jede Menge. ...für solche dumme Kommunikation von Ihrer Seite... Ja. ...dann können Sie uns zurückrufen. Das geht ja nicht. Eure Nummer funktioniert ja nicht. Die ist gespoopt. Aber... Es funktioniert. Nee, habe ich schon probiert. Ja. So, prüfen Sie bitte noch einmal Ihre E-Mail. Ja. Ich schicke Ihnen Telefonnummer. Mhm. Und so kann ich auch prüfen, ob Sie meine E-Mail wirklich öffnen. Okay. Ja? Und was steht in der E-Mail drin? Unsere Telefonnummer. Sie Aber wollen die ist mit noch mir nicht da. Sie wollen mit mir weiterreden und natürlich, ich möchte Sie das machen. Ja, aber ich habe noch keine neue E-Mail bekommen. Ich schreibe es. Ach so. Okay, hab gesendet. Ich gucke. Noch nicht. Noch nicht. Erfrischende Seite. Hm? Wie Versuche bitte? Noch einmal. Erfrischende Seite. Ah ja, jetzt ist da. Okay, und was sehen Sie? Eine 4, eine 4, eine 7, eine 4, dann kommt eine 1 und eine 8 und eine 3 und Super. Eine 5 und eine 3 und Also Sie sind kein Luger. Nee. Das ist also Ihre E-Mail-Adresse und Sie lügen mir nicht. Also es freut mich schon. Ja. Danke. Okay, dann wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Es tut mir leid. Sie wirklich, dass Sie solche Meinung über Brokerunternehmen haben und ich hoffe, dass Sie nie wieder eine schlechte Erfahrung haben.
Ich wünsche Ihnen alles Beste in diesem Neujahr. Ja, aber such dir bitte einen neuen Job. Warum? Ich will keinen Job. Aber und dann lebst du doch viel sicherer mit deinem neuen Job. Das ist nur Ihre Meinung, dass ich habe einen schlechten Job. Ja, aber also, du machst dich doch strafbar nach deutschem Gesetz. Warum? Weil das bandenmäßiger, gewerbsmäßiger Betrug ist. Was ist Betrug? Unsere Werbung oder was? Ja, unter anderem. Das zählt anderem damit rein. Mhm. Hab nicht verstanden. Also, unsere Werbung ist Betrug. Und was ist noch Betrug? Ja, euer Skript, was ihr da vorlest oder schon vielleicht auswendig könnt. Sie lesen zu viel Informationen. Google vielleicht. Oder sitzen zu viel am Computer. Mhm. Und lesen ganz falsche Informationen. Und wer entscheidet, was richtig und was falsch ist? Also es gibt verschiedene finanzielle Webseiten, wo Sie eine korrekte Information finden können, über Finanzmarkt oder über Brokerunternehmen. Es gibt wirklich gute Broker, die per Gesetz arbeiten. Und Sie haben Lizenz. Verstehen Sie, was bedeutet das? Kann man zum Beispiel bei der BaFin haben, aber da habt ihr keine Lizenz. Also, wenn ein Broker einen Regulator haben, Finanzregulator hat, dann können Sie bei diesem Broker investieren. Und wo seid ihr angeblich reguliert? Unser Regulator ist SIFIC. Aha. Kennen Sie diesen Regulator? Ja oder nein? Ja. Ja? Okay, und was ist Ihre Meinung über diesen Regulator? Nicht so besonders. Nicht so besonders. Jeder Finanzregulator kontrolliert das ganze Finanzsystem und Brokerunternehmen. Und wenn ein Broker Betrüger ist, so hat er keinen Regulator. Naja, oder man nimmt sich halt einfach irgendeine andere Nummer von wem anders oder man denkt sich eine aus, so wie bei euch. Haben Sie wirklich so viel Zeit, um auf verschiedene Werbungen zu registrieren und mit verschiedenen Managern zu sprechen? Ja. Sind Sie Rentner schon? Nee. Nee? Das ist sehr interessant. Okay, vielleicht solches Hobby macht Ihnen Spaß, ja? Es ist gut, wenn Sie so ein Hobby haben. Ja. Jeder Mensch muss ein Hobby haben. Okay, dann ich muss weiter arbeiten. Was ist denn dein Hobby? Ich mag lesen. Was denn? Einen Moment. Okay. SMS ist da. Ja. Arbeiten. So. Noch eine SMS. Ich mag klassische. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wie auf Deutsch sagt man. Ich versuche zu übersetzen. Zum Beispiel, oh mein Gott, ist vielleicht falsch. Okay, kopfloser Reiter. Das sagt mir was. Verstehen Sie, ja? Was meine ich? Ja, sowas gibt's als Buch. Und was noch? Russische Literatur natürlich. Ja. Aber ich habe nicht so viel Zeit. Nee? Aber wir haben doch schon 45 Minuten. Ja, für meine Kunden habe ich immer Zeit. Gut, ich muss weiter arbeiten. Danke für Ihre Anmeldung. Und wünsche Ihnen viel Erfolg. Ja, wünsche ich dir auch bei der Arbeitssuche. Ich hoffe, Sie erzielen Ihr Ziel. Ja, also. Und wie sagt man? Jeder Betrüger muss bestraft sein. Ja, ich hoffe, dass Sie diese Ziele erreichen. Ja. Okay. Dann tschüss. Winke, winke. Hallo, guten Tag. Anne Müller, mein Name. Es geht um Ihre Anmeldung auf unserer Webseite. Aha.
Was ist für eine Anmeldung? Können Sie jetzt sprechen? Die Anmeldung auf SenseTrade, das ist eine Online-Handelsgesellschaft, wo Sie mit Kryptowährungen handeln können. Mhm. Können Sie jetzt sprechen? Haben Sie ein paar Minuten? Ja. Okay. Sagen Sie bitte, wie alt sind Sie? Hä? Das verrate bitte? Ich den fremden Leuten am Telefon. Haben Sie Interesse daran, online zu handeln? Womit? Mit Kryptowährung. Sie haben Ihre Daten hinterlassen auf unserer Online-Handelsplattform, wo Sie mit Kryptowährung handeln können. Aha. Stimmt das? Ja, wahrscheinlich nicht. Wieso nicht? Ja, weiß ich nicht. Sind Sie Sebastian Kackifein? Ja. Mhm. Sie hatten sich mal angemeldet und jetzt sagen Sie wahrscheinlich nicht. Wieso denken Sie nicht? Ja, weiß ich nicht. Haben Sie Interesse daran, mit Kryptowährung online zu handeln? Also, mit CFDs. Mit Kryptowährung, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Doge. Ja, aber Dogecoin ist doch zum Beispiel so eine Fake-Währung. Genauso wie Shiba. Das ist eine Kryptowährung. Ja, da gibt es aber auch Fake-Kryptowährungen, wie zum Beispiel Shiba Inu. Das ist alles Fake. Okay, haben Sie Interesse daran, mit Nicht-Fake-Kryptowährung zu handeln? Vielleicht. Oder mit etwas anderem, mit Rohstoffen? Kommt aufs Angebot an. Das Angebot ist das folgende. Wir sind eine Plattform, wo Sie selber oder selber manuell handeln können oder automatisch. Das bedeutet, der Roboter wird dann nach Ihren Vorlieben, finanziellen Möglichkeiten etc. pp. Eingestellt und handelt für Sie, ohne dass Sie dafür irgendwie Zeit auch opfern, sehr groß. Sie gehen auf die Plattform, melden sich an, machen die Aktivierung. Wenn es noch heute passiert, kriegen Sie einen 20%igen Bonus von uns, 20% von der eingezahlten Summe. Und können sofort anfangen zu traden. Entweder alleine, wie ich schon gesagt habe, oder mit dem Roboter. Wenn Sie noch keine Erfahrung bei der Sache haben, kriegen Sie noch einen professionellen Trader an die Seite, kostenlos, der Ihnen erklärt, wie Sie am besten an Profit kommen, in was Sie investieren, in was Sie lieber nicht investieren, ob Sie am fallenden oder am wachsenden Kurs Profite machen können und so weiter und so fort. Und danach haben Sie ein Nebeneinkommen, das sich eigentlich sehen lassen kann. Was sagen Sie? Wie hoch ist denn das Nebeneinkommen? Kommt alles von Ihren finanziellen Möglichkeiten oder auf Ihre finanziellen Möglichkeiten an, plus ob Sie mit dem Roboter oder alleine traden. Natürlich wird der Roboter dann so eingestellt, dass die Profite nicht so hoch sind, aber auch die Verluste minimal sind. Und manuell können Sie viel mehr Profite machen, müssen aber ein bisschen mehr Zeit dafür aufopfern. Also, Herr Kackifein, interessiert Sie sowas? Weiß nicht. Schauen Sie, die Mindesteinzahlung bei uns ist 250 Euro. Wenn Sie 250 Euro einzahlen, kriegen Sie einen 20%igen Bonus. Das sind dann 50 Euro drauf. Können sofort anfangen, damit zu traden. Die Auszahlung ist natürlich sofort möglich, sobald Sie wollen. Sie brauchen keine bestimmte Summe aufzusparen, bis Sie es auszahlen können. Und die Auszahlung ist dann im Laufe eines Tages auf Ihrem Konto. Was sagen Sie? Ja. Klingt genauso wie bei all den anderen Betrügern. Ist genau das gleiche Skript. Nee. Doch. Es klingt genauso wie bei anderen Plattformen. Einige Plattformen sind Betrüger und einige Plattformen sind keine Betrüger. Wenn Sie das habe ich ja gemacht und da sind ja die Bewertungen aussagekräftig genug. Aber es was doch haben Sie denn und gegoogelt? Ja, laber nicht dazwischen, wenn ich rede. Das Skript, was du da benutzt, das benutzen alle Betrügerfirmen. Und ich kann ja auch sagen, dass das 100% alles Betrügerfirmen sind. Weil reale Firmen rufen die Kunden nicht an. Weil reale Firmen kennen die Gesetze und wissen, dass das Kaltakquise ist und dass auch das strafbar ist, Pippi. Mhm. Du machst dich gerade selbst strafbar. Und wann duzen Sie mich? Tja, seitdem du nichts wert bist und ein Betrüger bist. Ich bin kein Betrüger. Doch. Ich helfe Menschen, Geld zu das verdienen. Das ist krimineller Bandenbetrug. Und sogar gewerbsmäßig. Alles klar. Hm.
Du solltest dich was schämen. Also wir haben kein Interesse daran. Nee, ich habe kein Interesse daran, dass ihr meine Taschen leer macht und euch die Taschen vollstopft und dann euch mit der Kohle verpisst, so wie es mit allen Betrügerfirmen ist. Wurden Sie schon mal über den Tisch gezogen? Nö, weil ich schlau genug war, auf sowas nicht drauf reinzufallen. Aber es gibt ja leider eine ganze Menge andere Menschen. Und du wirst dich auf jeden Fall auf YouTube hören und bist das beste Beispiel dafür, dass man sowas nicht macht. Alles klar. Mhm. Und dann sollten Sie auch auf YouTube sagen, wieso Sie Ihre Daten hinterlassen haben. Auf so einer betrügerischen Seite. Ganz genau, damit ich das aufklären kann, dass dann nur Betrüger anrufen, wenn man sich auf solchen Fake-Bewerbungen oder auf solcher Fake-Werbung anmeldet. Okay. Bin ich jetzt schon auf YouTube? Ja. Möchtest du jemanden grüßen? Okay. Senden Sie mir bitte den Link dazu. Nö, mache ich nicht. Na dann. War nett, mit Ihnen zu sprechen. Wollen Sie mir noch was sagen? Ja, suchen Sie sich mal einen anständigen Job, wo Sie die Leute nicht bescheißen. Alles klar. Okay, dann schönen Tag noch. Ja, tüdelü. Hallo? Da ist mit Herr Merte. Herr Merte, ja. Schön, Sie zu erreichen. Mein Name, ich melde aus dem Unternehmen Kraken. Herr Merte, Sie hatten schon mal bei uns Interesse an Online-Handeln gezeigt. Online-Trading. Können Sie sich daran erinnern? Nö. Nee. In diesem Bereich hatten Sie schon Erfahrung oder sind Sie ganz neu? Naja, wenn Sie sagen, ich habe mich vor einer Weile schon mal irgendwie dafür interessiert, dann werde ich aber nicht ganz neu sein, oder? Ergibt ja die Frage gar okay. keinen Sinn. Okay, also Sie hatten Interesse gezeigt, weiß ich nicht, hatten Sie früher gearbeitet und jemand seid mit uns noch nicht. Ja, aber auch die Frage ergibt keinen Sinn, wenn ich mit jemandem anders schon zusammenarbeiten würde, dann brauche ich doch nicht noch jemanden. Okay, Sie hatten also die Maus die Daten verlassen. Ich weiß es nicht, wie war denn Ihre Erfahrung? Kann ich das nicht wissen? Ja, jetzt ist das Mikrofon aus. Herr Merte? Ja. Also, nach unserem Unternehmen Kraken, hatten Sie mal gehört? Wissen Sie über uns? Nee. Nein. Also, unsere Firma beschäftigt mit Online-Handeln. Mhm. Wir handeln mit alles, was in der Börse betrifft, über Bitcoin, Forex, Aktien, Rohstoffe und so weiter. Und Herr Merte, bei uns zum Starten, es dauert nicht viel Geld, nicht viel Zeit haben. Also 250 Euro ist Mindestbetrag zum Starten. Und für Neukunden haben wir ein Angebot freigeschaltet. Wir unterstützen Ihnen mit 100% als Bonus. Das heißt, wir helfen Ihnen ein bisschen mehr Gewinne zu machen in diesem Bereich. Und Herr Merte, wenn Sie unsere Kunden sind, wir freischalten für Sie einen spezialisierten Broker. Der alte Broker macht die ganzen Jobs für Sie, handelt für Sie, platziert für Sie, schließt für Sie. Also Sie müssen nur Zuschauer spielen und langsam lernen mit unserem Finanzexperten. 2 Wochen, also 14 Tage lang, bekommen Sie eine Testphase. Wo können Sie uns testen? Können Sie schauen, wie das läuft, wie das funktioniert, was gefällt Ihnen oder was gefällt Ihnen nicht. Am Ende, nach diesen 2 Wochen, entscheiden Sie selber, wollen Sie weitermachen mit uns und langfristig zusammenarbeiten. Oder wollen Sie das Konto schließen, Ihre Geldauszahlung lassen und den Gewinn auf, den Profit auf. Also Sie hatten diese Möglichkeit bei uns mit 100% als Bonus unterstützen, mit einem Finanzexperten und 2 Wochen die Testphase. Und mit dieser globalen Summe, wir garantieren Ihnen 10-28% den Gewinn monatlich. Das heißt, 700-900 € sind schon Garantie von unserer Seite jedes Monat zum Erwischen. Haben Sie verstanden? Nee, eigentlich nicht. Okay. Wie wollen wir das erklären? Damit können Sie besser verstanden. Ja, man versteht ja nichts. Ist ja nur Genuschel. Wie bitte? Ja, man versteht ja nichts. Ist ja nur Genuschel. Was verstehen Sie nicht? Ja, alles. Ist ja nur Genuschel da alles. Irgendwie hingemurmelt, aber hat bis jetzt noch nichts Sinn ergeben. Okay, hatten Sie einen Computer in der Nähe? Kann ich Ihnen das erklären? Ja, wozu brauche ich denn einen Computer? Ich habe Sie doch am Telefon. Aber damit können Sie das schauen. So. Und vielleicht danach verstehen Sie. Ja, wie heißt denn die Seite? Kraken. Ja, buchstabieren Sie mal. Wollen Sie Spaß? Nee, warum? Wenn ich Sie frage, ob ich die Adresse buchstabiert haben möchte, dann ist es ja wohl nichts mit Spaß. Hat ja damit nichts zu tun. Wenn Sie wollen Spaß, können wir was anderes machen. Ja, nur sagen Sie mir nochmal die Domain. Ja, Kraken. Ja, buchstabieren. Kamil. Ja. Richard Anton Camille Emily Nordpol. Und dann? .com. Aha, ist ja eine komische Seite.
komische Seite? Hm. So komisch. Ja. Viel komische Leute, so wie Sie. Ach so, ja, dann bestätigen Sie mir ja gleich, dass Sie Betrüger sind. Ist ja nett, da brauche ich ja gar nicht weiter nachfragen. Okay, schauen Sie das, okay. Sie müssen so nichts sagen von unserem Unternehmen, weil wir hatten uns Mannwahl. Ja, aber ihr seid ja eine Betrugsfirma. Nein. Doch. Sie dürfen das nicht sagen. Doch, das darf ich sagen. In Deutschland herrscht Meinungsfreiheit und ich denke, ihr seid Betrüger. Nein, das ist für alles, weil wir hatten 11 Filialen in die ganzen Europa. Ich glaube trotzdem, ihr seid Betrüger. Was glauben Sie nicht? Ja. Schauen Sie mit Ihrem Auge. Mhm. Genau, ich sehe ja mit meinen Augen die schlechten Bewertungen. Okay. Wo denn? Ja, auf Google. Auf Google. Mhm. Okay. Ist da alles voll mit negativen Bewertungen. Wenn Sie schlechte Erfahrungen machen, Beispiel selber, wir hatten das nicht gemacht, also sie haben es selber gemacht, weil wir hatten viele Kunden, machen selber Erfahrungen und kennen sie nicht, Beispiel, wie das leider funktioniert. Wie lange gibt's denn eure Firma schon? Können Sie alle sehen, wie lange. Ja, ich habe aber Sie jetzt gefragt, wie lange gibt's denn die Firma schon? Wie können Sie schauen? Ach, wissen Sie das nicht? Ja, in Google, alles können Sie schauen. Genau, also wissen Sie nicht mal selbst, wie lange die Firma schon existiert. Okay, ich kann das nicht wissen. Mensch. Oder? Das ist sehr interessant. Also wissen, ja, ach so, Sie wollen das nicht sagen, ist ja interessant. Ich würde eher sagen, Sie wissen es selber nicht mal. Okay. Haben Sie geschaut jetzt? Ja, ich habe die Daten hier, aber ich würde es ja gerne von Ihnen hören. Sie können das beweisen, schauen Sie mit Ihrem Auge, das ist besser. Ja, dann sagen Sie es mir doch. Dann kann ich es ja vergleichen, ob das stimmt, was Sie mir sagen. Können Sie das schauen? Hm. Mit Ihrem Auge ist besser. Hm. Besser von meiner Stimme, oder? Ja. Okay. Ist euer Büro in Reykjavik? Ja, in unserem Hauptsitzfiliale in Jessa. Mhm. Weil das funktioniert ja in Bank auch. Ist ja interessant. Okay. Aus Reykjavik werde ich also anrufen. Ist interessant, okay, super. Mhm. Okay. Können Sie die Lizenznummer schicken? Machen Sie eine Lizenznummer? Können Sie das alles beweisen? Ja, warum steht denn die Lizenznummer nicht auf der Webseite? Ja, steht auch auf der Webseite. Weiß wo denn? Können Sie das finden? Ja, wo ist denn die Lizenznummer auf der Webseite? Ich sehe sie nicht. Können Sie das recherchieren und schauen? Ja, dann sagen Sie mir doch, wo die Lizenznummer steht. Ja, steht auch die Lizenznummer. Können ja, wo denn? Es steht keine auf der Webseite. Die Frage war, wo? Doch, steht. Ja, dann sag mir, wo. Ja, schauen Sie zum... Also kannst du das selber nicht mal beantworten, die Fragen. Also da fällt der Betrug schon ziemlich doll ins Gewicht, finde ich. Okay, sagen Sie so. Wie fühlt man sich denn so als Kriminelle? Wie? Wie fühlt man sich denn so als Kriminelle? Welches Kriminelle? Ja, du, wie fühlt man sich denn da so? Sie sagen Kriminelle von uns. Ja, du bist kriminell. Sehr schwer zum Sagen. Ihr habt nicht mal eine Lizenz, gar nichts habt ihr. Doch, alles hatten Sie schon. Nee. Nur? Jetzt geht dein Mikrofon wieder nicht. Krüger, Kriminelle und wegen das, ich will das nicht sagen. Schauen Sie mit Ihrem Auge. Ja, genau, weil du ein Betrüger bist, kannst du es nicht sagen. Weil aber ihr seid dazu gesetzlich verpflichtet, wenn ich nach so einer Information... Jetzt quatsch doch nicht immer dazwischen. Jetzt mach doch mal dein Gesicht zu, da kommt eh nur Scheiße raus. So, jetzt halt mal deinen Schnabel, ich hab dir eine Frage gestellt. Du bist Scheiße. Ja, genau, das sagt die Betrügerin, die Kakerlake da am Telefon. Ist dir das nicht peinlich, so ein Job? Wieso sind Sie so, weiß ich nicht. Tja. Ich mag nicht diese Leute so. Ziemlich traurig, dass man kriminell sein muss, um sein Geld zu verdienen. Okay, wir hatten also diesem Gespräch so. Genau. Okay, und Sie bekommen danach ein Einzeige von... Bist du bescheuert? Ja. Ja, dann zeig mich doch an, du kriminelle Kakerlake. Seit wann dürfen Insekten überhaupt zur Polizei rein? Da wirst du gleich mit Insektenspray vernichtet. Ich würde sie gerne aber sofort in die Polizei gehen. Ja, du bist lächerlich. Okay, ja, ich bin auch. Kleines Würmchen. Du kleine Maus. Haben Sie wohl zu Hause? Jo. Hatten Sie schon? Du solltest dir mal dein Gesicht auswaschen, da kommt nur Scheiße raus. Okay. Ja. Okay, Sie bekommen eine Einzeige. Ja, und du kannst mich mal am Arsch lecken. Weißt du, du betrügst die Leute. Das ist ekelhaft, was du machst. Dein ganzer Job ist ekelhaft und widerwärtig. Und bleiben Sie gesund. Ja, ich hoffe, dass du das nicht bleibst. Tschüssi.
Ja, bis später, Kakerlake. Ciao, Maus. Ja, Kakerlake. Ciao, Maus. Kakerlake. Du stinkst, Maus. Nee, ich war gerade duschen. Du alte Maus. Mhm. Ja, immerhin habe ich nicht so einen Lederlappen im Gesicht wie du. Ciao, ciao, Maus. Ja. Ganz schön armselig da in so einem Callcenter, ne? Miau, Maus. Oh Mann, bist du traurig. Hallo? Ja, hallo. Ja, guten Tag, also Donald Kreuzmann ist im Apparat. Spreche ich bitte mit Herr Steiner? Mhm. Ich grüße Ihnen dann zuerst, Herr Steiner. Ich melde mich von SwissFX Bank, also wir sind eine internationale Online-Trading-Plattform, Roboter-Trading. Wie heißt das? SwissFX Bank? Also SwissFX, also Bank. Aha. Sie können dann beim Google gehen und dort, Sie können dann unsere Seite finden. Ich kann das buchstabieren für Ihnen. Wo soll ich hingehen? Also geben Sie S wie Siegfried, W wie Wagen. Ich soll Siegfried was zu essen geben? Entschuldigung? Ich soll Siegfried was zu essen geben? Also, sind Sie beim Google-Seite, damit ich Ihnen buchstabieren? Also. Was wollen Sie denn von mir überhaupt? Ich möchte Ihnen dann zuerst unsere Seite vorstellen und zeigen, was wir anbieten als Firma. Ja, ich muss aber dann auch so sagen. Sie haben Interesse gezeigt beim Online-Trading. Ja. Jawohl. Und wir sind also von Firma Swiss CX Bank. Haben Sie mich verstanden, bitte? Nicht so wirklich, nee. Dafür ist das Deutsch zu schlecht. Ist die also, hören Sie mich nicht gut, oder wie? Ja, doch hören schon, aber ja. Nicht verstehen. Was haben Sie nicht verstanden? Können Sie mir sagen? Ja, alles, was Sie so sagen. Sie sind ganz undeutlich. Sie haben so ein schlechtes Deutsch, dass man Sie kaum versteht. Also, weil ich bin nicht aus Deutschland. Ja, merke ich. Ja, ich bin aus London, England. Das glaube ich nicht. Also, das glauben Sie nicht. Wieso? Das verstehe ich nicht, also. Ja, ist ja egal, glaube ich trotzdem what nicht. Do you mean, what do you mean? Genau. Genau so ein schlechtes Kakerlaken-Englisch wie Kakerlaken-Deutsch. Was meinen Sie mit das also? So wie ich gesagt habe. So meine ich das. Aber ist auch egal. Also ich bin hier, weil Sie haben Interesse gezeigt. Und dann Sie sagen mir jetzt, das glauben Sie mir nicht. Also für was glauben Sie mir nicht? Ja, naja, weil das klingt gelogen. Was ist denn gelogen? Also das verstehe ich nicht bei Ihnen. Was meinen Sie mit glaube ich nicht also? Was glauben Sie nicht also? Herr was glauben Steiner. Sie nicht also? Was glauben Sie nicht also? Was glauben Sie nicht also? Das zum Beispiel. Also gehen Sie beim Google Seite und finden Sie... Man kann beim Google nicht gehen. Das heißt, jetzt pass mal auf. Das heißt, starten Sie Ihren PC, dann schalten Sie bitte das Internet ein und dann gehen Sie auf unsere Webseite. Gehen Sie im Google, gibt es einfach nicht. Es existiert nicht, was du da sagst. Man kann nicht im Google gehen. Wie kann man so eine Kanackensprache sprechen? Wirklich, wie absolute Kakerlake. Okay, dann starten Sie Ihr PC. Ja, dann mache ich den jetzt an. Okay. So, Computer ist an. Und okay. Was sollen wir denn da für eine Scheiße machen? Also, beim Google-Seite, Sie können dann unsere Seite finden. Also, wenn Sie dort dann SwissFX Bank geben. Ja, aber ist das nicht kompliziert, auf Google zu gehen? Kann ich nicht einfach die Domain oben eintippen? Okay, dann soll ich Ihnen buchstabieren, dann unsere Seite dann. Ja, die Domain ist ja viel einfacher, okay. Weil wenn ich auf Google gehe, dann sehe ich aber die schlechten negativen Bewertungen. Okay, also, nein, Bewertungen, Sie können dann selber sehen, also über unsere Firma, das ist kein Problem für mich. Dann schreib Sie mal S wie Siegfried, ja. W wie Wagen. Was, Moment? S, ja. Dann W, ja? Ja, dann kommt ein I wie Ida. Ja. Nochmal Double S. Ja. Und dann? T wie Frau oder? Was? Also ein P. Nein, nicht P. Frau. Also S-W-I-S-S. Also Swiss, like Switzerland. Ja, und dann? Und dann kommt ein C-X. Ein C und ein X? Nein, nicht C. Frau. Aha. Ach, Flex. Ja, Flex oder ja. Ja. Dann hab und ich... dann ein X. Ja. Und dann zusammen machen sie auch Bank. Bertha, Anton, Nordpol. Was, noch Bank dahinter? Bank.com dann. Alles zusammengeschrieben, ohne Bindestriche und ohne irgendwelche Sonderzeichen. Okay.
alles zusammen. SwissFakesBank.com. Mhm. Guck mal. Naja, guck mal. Die Domain hat ja schon mal hingehauen. Haben Sie dann? Ja, ich hab die erstmal auf, aber ich bereite gleich meine nächste Frage vor. Mhm. So. Dann, so. Wie lange existiert denn die Firma schon? Also wir als Firma seit 13 Jahren. Mhm. Und die Webseite? Auch die Webseite. Also wie meinen Sie mit Webseite? Also die Webseite nicht seit 13 Jahren, weil natürlich gibt es immer Update. Aber als Firma meine ich. Ja, das war jetzt nicht die Frage, aber ich gucke mal, wie lange das die, ob das stimmt. Das kann man ja nachgucken. So, Create Date, ja, da haben wir schon gelogen, ne? So alt ist die Webseite wohl noch nicht. Die Domain SwissFXBank.com wurde gekauft, also gekauft, wann die gebucht wurde, ist 2021 und zwar am 29.06. Nur erkläre mal, wie das 13 Jahre sein kann. Wie meinen Sie mit gekauft? Also die Domain, die Webseitenadresse, also SwissFXBank.com gibt es erst seit dem 29.06.2021. Vorher gab es diese Domain noch nie. Das ist ein Update, also. Nee, das hat nichts mit Update zu tun. Da wurde die ganze Domain erst gekauft. Also ist die Firma nicht mal ein Jahr alt. Als Firma SwissFXBank, also es ist seit 13 Jahren. Nee, das ist ja Quatsch. Das ist Quatsch. Das ist absoluter aber Quatsch. Nicht den Website. Das kann man hier doch, das kann man hier prüfen. Das kann man hier prüfen im Internet. Wir Deutschen sind nicht alle blöd. Wir fallen nicht alle auf euren Betrug rein. Da hat das gesagt, also. Es steht doch hier, Registrar, wann das ganze Ding hier registriert wurde, die Domain, wann überhaupt da was das erste Mal ans Licht gekommen ist im Internet von euch. Am 29.06.2021. Wann? Hab ja, ich nicht gehört? 29.06.2021, ich kann dir sogar die Uhrzeit sagen, um 11.34 Uhr und 28 Sekunden, da ist diese Domain created worden. Und was meinen Sie dann mit das? Ja, dass du mich gerade angelogen hast. Eure Firma ist keine 13 Jahre alt. Also, unsere Firma hat es seit 13 Jahren. Nee. Also. Nein, das stimmt nicht. Nein. Nicht bei dem Website oder so. Wie meinen Sie? Nein. Meinen Sie, dass ich kann doch... unserer Seite Hallo. Im Internet? Ich, nein, ich ja. bin nicht blöd. Eure Firma existiert noch nicht mal ein Jahr. Noch kein ganzes Jahr. Nicht mal eins. Nicht mal eins. Also, du lügst. Du hast, ich bin nicht du. Okay. Tja. Und, ach, guck mal, und hier war man sogar schlau genug, eine richtige Telefonnummer hinzuschreiben. Boah, ist ja geil. Haha. Wie funktioniert. So, dann können wir mal gucken, wo ihr herkommt. Hier steht, so, ach, hier sind sogar Namen eingetragen. Ich glaube, hier ist irgendjemand richtig blöd gewesen bei euch. Na gut, der Server liegt wieder auf Cloudflare. Das ist natürlich kacke. So, dann gucken wir mal, aus welcher Region ihr denn wirklich kommt. Weil aus England bist du ja nicht, das wissen wir ja auch. Mal die IP aufschlüsseln, ne? Welche IP dahinter liegt, hinter der Domain. Das kriegen wir auch noch raus. Na gut, über Cloudflare ist wieder schwierig. Da kommen wir so schlecht an den Server ran. Aber ich probiere es mal. Ich mach mal, schick mal einen Ping und dann können wir mal gucken. Also. Was denn? Ja, was möchtest du denn nebenbei loswerden? Wie ich gerade eure Firma hacke, möchtest du das vielleicht weitergeben? Du könntest ja deinem Chef nebenbei mal erzählen, dass gerade versucht, jemand bei euch in dieses Thema einzubrechen. So, die IP haben wir auch. 85.10.197.155. Gucke, da haben wir das schon. Und jetzt gucken wir, wo der Server steht. Und dann schalten wir gleich die ganze Webseite aus. Hallo, grüße Sie, Anna Siebert mein Name, Unternehmen Swiss3Digit. Es geht um Handel an der Börse mit Bitcoin. Sie interessieren sich dafür, stimmt das, ja? Was? Es geht um Handel an der Börse mit Bitcoin. Sie haben eine Anmeldung bei uns gemacht. Aha, habe ich das, ja? Okay. Ja, okay, ich bin Ihre Account-Managerin. Jetzt zusammen werden wir Ihr Account aktivieren. Sagen Sie mir bitte, werden Sie das am Tisch machen? Man versteht sie fast überhaupt gar nicht. Okay, ich versuche dann lauter reden.
Was für Geräte haben Sie zurzeit zur Verfügung? Ein PC, Laptop, Handy? Also ich würde eher vorschlagen, Sie machen die Musik da mal im Hintergrund aus, dann würde Ihr Mikrofon das auch nicht ständig abblocken, was Sie sagen. Ich kann das nicht machen. Aha. So. Und warum rufen Sie mich dann an, wenn Sie das nicht machen können? Weil es gibt kein Problem. Doch. Das einfach das aus. Das Problem ist, dass ich Sie kaum verstehe. Okay, ich versuche Sie dann noch einmal anzurufen. Vielleicht hören Sie mich akustisch schlecht. Nee, das hat ja damit nichts zu tun. Das hat einfach was mit dem Krach da im Hintergrund zu tun, der absolut furchtbar ist. Aber wir arbeiten immer in solcher Weise. Das spielt keine Rolle. Naja doch, für mich spielt es ja jetzt schon eine Rolle. Das glaube ich aber auch nicht, dass ich da der Einzige bin, der sich da über die Lautstärke im Hintergrund bei Ihnen beschwert, weil die ist ja wirklich extrem. Dann Sie müssen meine Stimme anhören, nicht Musik genau. Ja, aber wenn die Musik im Hintergrund lauter ist und der Krach da allgemein viel lauter ist als Ihre Stimme, wie soll ich denn Sie dann vernünftig verstehen? Ist ja fast gar nicht möglich. Nein, Musik ist nicht lauter als meine Stimme. Naja, das können Sie ja, glaube ich, gar nicht sagen, weil ich höre das ja und nicht Sie. Sie hören sich ja nicht selbst. Okay, Sie hören Musik, aber meine Stimme hören Sie auch, ja? Ja, aber schlecht. Sehr undeutlich. Aber gucken Sie, Sie beantworten alle Fragen. Ja, weil es nervig ist, man muss sich da konzentrieren. Es ist ja trotzdem furchtbar. Sehr gut, wenn Sie werden auf meine Stimme konzentriert. Das noch besser. Nee, da habe ich keine Lust, mich drauf zu konzentrieren, weil die Stimme ist absolut furchtbar und der Hintergrund ist mir einfach viel zu laut. Das ist einfach Aussage. Einzige, das können Sie mir sagen, dass die Musik im Hintergrund stört. Machen Sie weiter, oder? Nee, ich glaube nicht, solange da der Krach im Hintergrund ist. Aber Sie hören mich gut. Alle nee, ich höre Sie nicht gut. Das habe ich Ihnen ja jetzt mehrfach erklärt. Okay, Sekunde. Hallo, ja? Jetzt können wir schon ins Geschäft kommen. Du weißt ja nicht, welches Geschäft. Musik, ja? Ja, jetzt ist weg. Ach, ja, genau. Und Sie haben mir gesagt, dass nur Musik stört Sie. Mhm. Ja, jetzt stört Sie nichts. Naja, die Stimme ist halt noch furchtbar, ne? Das kriegen wir ja leider nicht geändert. Jetzt meine Stimme schon schlecht, ja? Naja, nicht schlecht, aber furchtbar. Das ist ja ein Unterschied. Dann werde ich in solcher Weise mit Ihnen reden. Was? Warum machen Sie das? Sie suchen einfach Aussage. Musik, bla bla bla, nein. Mhm. Und das finden Sie seriös? Da soll ich bei Ihnen irgendwie Geld investieren oder so? Na, ich glaube ja nicht. Ich sage, Sie suchen immer Aussage. Sind Sie seriös, Mensch? Nein. Naja, das kann ich von Ihnen auch nicht gerade behaupten. Gucken Sie mal, Sie spielen mit mir. Sie suchen Aussage. Nee, mit Ihnen will ich gar nicht spielen. Aber Sie machen das. Ja, mache ich das. Sie suchen naja, wenn immer Sie so empfinden, Aussage. Dann ist nicht, es ja okay. Da geht nicht. Und wenn Sie bekommen das, was brauchen Sie, dann Sie suchen etwas anderes. Finden Sie so eine Diskussion irgendwie seriös? Ja, natürlich seriös. Ach so, okay. Na, dann haben wir da auf jeden Fall beide eine ganz andere Auffassungsgabe. Jetzt wollen Sie mir sagen, dass ich nicht seriös bin. Suchen, gucken wenn Sie das mal. Da aus meinen Worten raushören, ja, dann kann das schon sein, ja. Gucken Sie mal. Zuerst sagen Sie mir Musik im Hintergrund, stört Sie. Ja. Jetzt hören Sie keine Musik. Ja. Jetzt, Sie wissen nicht mehr, was können Sie mir sagen, dann, deine Stimme ist nicht seriös. Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, die Stimme ist furchtbar. Okay, aber das ist meine Stimme. Was kann ich mit der Stimme machen? Ja, habe ich ja gesagt, das kriegen wir ja leider nicht geändert. Natürlich. Und das ist Aussage. Einfach Sie suchen, was kann ich sagen, um weiter das nicht zu machen. Ach so, okay. Sie sind ein unseriöser Mensch. Ja, damit kann ich leben. Vielen Dank für das Kompliment, das gebe ich gerne zurück. Ja, ich auch. Sie haben schon sehr viele gute Sachen an mich gesagt. Ja, weiß ich. Und ich akzeptiere das und gebe das Ihnen zurück auch. Na gucke, dann sind wir ja einer Meinung. Natürlich. Mhm. Und was machen wir weiter? Ja, weiß Muss ich nicht. Etwas mit meiner Stimme machen oder was? Na, Sie können ja ein bisschen tiefer reden, dann wäre es nicht so quietschig. Ich bin nicht kritisch. Nee, quietschig, nicht kritisch, quietschig. Okay, aber ich kann das nicht ändern. Naja, Sie könnten ja ein bisschen tiefer reden, dann kriegen wir das ja geändert. Sehen Sie, Sie spielen mit mir. Und Sie sagen etwas über Seriosität. Ja,
kann man ja trotzdem. Das eine hat ja mit dem anderen nicht viel zu tun. Was machen Sie? Warum machen Sie das? Ja, die Frage ist, warum sind Sie eigentlich noch an der Leitung? Gerne. Ich spreche mit solchen Kunden immer gerne. Ach so. Ja, gut. Und warum haben Sie diese Anmeldung überhaupt gemacht? Ja, ich weiß ja nicht mal, welche Anmeldung. Ich habe sofort gesagt, Sie haben sich bei Unternehmen Swiss Strategy angemeldet. Ach so. Sie haben sofort eine E-Mail bekommen mit den Daten. Ja, kann sein, dass ich eine E-Mail bekommen habe, da gucke ich ja nicht immer rein. Natürlich nicht immer rein. Vielleicht haben Sie jetzt eine Minute, um das zu prüfen? Ja, theoretisch schon, aber gerade keine Lust, weil ich schneide gerade Videos. Okay, dann gucken Sie mal. Sie haben Ihre Daten bei uns hintergelassen, diese Anmeldung gemacht. Und jetzt machen Sie mit mir Spaß ein. Wofür? Für YouTube. Und, dann schicken Sie an mich einen Link. Ich werde das gerne angucken. Ja, es dauert ja so 1-2 Monate oder eher 2 Monate mittlerweile, bis das online kommt. Egal, ich gucke einfach andere Videos. Ich denke, dass ich bin nicht alleine. Na, oder? Mensch. Also an der Intelligenz liegt es ja hier schon mal nicht. Das ist ja schon mal beeindruckend. Dann schicken Sie. Okay? Ja, vielleicht. Mal sehen. Warum vielleicht? Ja, das muss ich mir noch überlegen. Ich werde followen, dann auch verschiedene Likes stellen und Sie werden verdienen. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, gute Idee. Dann schicken Sie an mich. Ja, gibt ja viele. Callcenter-Terrorist, Telefonziege, Callcenter-Fun, Callcenter-Scam-Baiting, Telefon-Veräppler. Sind Sie Terrorist? Was? Sind Sie Terrorist? Das Wort verstehe ich nicht. Sie haben mir gesagt, es gibt Terroristen am Telefon. Und ich frage sofort, sind Sie so einer? Ach so. Ja, ich gehöre dazu, ja. Und was machen Sie genau? Ja, Callcenter terrorisieren. Also, ich lasse mich anrufen und, ja, verbrate deren Zeit ein bisschen. Okay, dann erzählen Sie mir noch etwas. Ja, also umso länger wir telefonieren, umso weniger Leute kannst du ja bescheißen. Okay, ich habe verstanden. Dann werde ich mein Zeit nicht verlieren. Nee? Ist aber schade, wenn du jetzt noch andere Leute bescheißen möchtest. Ja, scheiße. Aber ich verstehe, dass das für Sie schade wird. Deswegen mache ich das. Das gefällt mir. Ja. Aber warum machen Sie denn so einen Job? Sie könnten doch irgendwas Vernünftiges machen. Weil doof scheinen Sie ja nicht zu sein. Mein Job bringt mir Spaß. Ich genieße, was mache ich. Das gefällt mir echt. Ja, dann nehme ich das aber mit dem doof zurück. Ich verstehe nicht, worum es geht. Das, ja, dann zweifle ich doch an der Intelligenz, weil das kann doch keinen Spaß machen, Leute zu, um ihr Geld zu berauben. Sie haben solche Entscheidungen getroffen. Vielleicht haben Sie schlechte Erfahrungen in diesem Bereich, deswegen sagen Sie das. Nee, ich bewahre andere Menschen davor, schlechte Erfahrungen zu machen. Bewahren? Sind Sie ein Gambler, ja? Ein was? Gambler. Was ist denn das? Suchen Sie das. Ein Gambler? Schreibt man das so, wie man das spricht? Da kommt bei mir Gambler GmbH. Das ist eine Firma. Okay, suchen Sie das. Wenn Sie denn ein bisschen klüger, dann rufe ich Sie an. Ja, okay. Dann machen wir das so. Okay, ja. Suchen Sie bitte. Ja, hallo. Spreche ich gerade mit Herrn Sebastian Kackefein? Kackefein, ja. Kackefein, hi. Grüßen Sie. Ich bin der Peter am Apparat von Firma Fernsehfix. Ich mache Stöhlchen, nicht? Ja, geht so. Geht so. Sind Sie auf dem Arbeiten, oder? Nö. Bin zu Hause, oder? Okay, gut. Ich bin der Peter. Ich arbeite als Ansprechpartner bei der Firma Fernsehfix. Und Sebastian, das ist ein Online-Trading-Investment-Unternehmen. Ich weiß nicht, wie sind die Beziehung mit dem Online-Trading-Unternehmen. Was für ein Ding? Online-Trading-Unternehmen. Haben Sie schon mal gehört? Zum Beispiel Trading Investment? Ja. Haben Sie schon mal gehört? Was haben Sie gehört? Ja, keine Ahnung. Allgemein halt. Allgemein. Gute oder schlechte Sachen? Ja, sowohl als auch. Allgemein. So, oder? Ja. Mega. So, schauen Sie, was ich Ihnen anbieten möchte, ist die Möglichkeit, auf dem Finanzmarkt einzutreten. Okay? Wie denn? Normalerweise, ich weiß nicht, ob Sie Erfahrung oder keine Erfahrung haben. Das weiß ich nicht. Aber
Dafür ist überhaupt gar kein Problem. Wissen Sie das wieso? Ab 2021 an den ganzen Weltweit wurden sehr viele Roboter entwickelt. Trading-Roboter. Das bedeutet, Sie haben die Möglichkeit, auf den Finanzmarkt einzutreten mit dem Roboter. Roboter wird sich kümmern für Ihnen angelegtes Kapital und wird Ihren Kapital in diversen Richtungen platziert. Und wenn das ganze Kapital platziert wird, wird auch mit dem ganzen Investment anfangen. Das läuft, es ist nicht so kompliziert. Sie müssen einfach eine App auf dem Handy installieren. Das was. Müssen Sie einfach dazu schauen, immer wenn Sie Zeit haben, immer wenn Sie möchten. Einfach schauen, Mindestbetrag ist es, wie viel Sie möchten. Gibt es keine Begrenzung. Wenn Sie möchten, das auch mit 2 Euro können Sie das auch. Nur das Problem ist, ich weiß nicht, wenn Ihre Bank das erlaubt. Alles ist legal, Sebastian. Wir sind uns bei dem BaFin anerkannt. Und ich weiß es nicht, was denken Sie? Ja, als erstes stelle ich mir die Frage, wo Sie meine Nummer her haben. Sehr schön, eine sehr gute Frage. Beim Pencilfix, Sie haben vor 3 Monaten her vor 2 Monaten weiß ich nicht ganz genau, Sie haben ein Konto eingerichtet, ne? Bei dem Bitcoin-Werbung. Dort sind Sie bei dem Pencilfix angemeldet. Aha. Und da bin ich schon wieder, der gleiche Ansprechpartner. Ich möchte kurz einige Informationen mit dir zu teilen, wegen dem ganzen Thema. Normalerweise ist das ein bisschen bekannt. Ich weiß nicht, momentan, wenn Sie zu Hause sind, ich möchte das ganz kurz einmal das zeigen. Und was habe ich davon? Ich möchte ganz kurz einmal unseren Portal zeigen. Ist das möglich? Was denn für ein Portal? Unsere Webseite. Firma, wo ich arbeite. Webtrader Fuhr. Mhm. Okay? Ja. Haben Sie einen Rechner dabei? Was, ein Rechner dabei? Ein Taschenrechner oder was meinen Sie? Nein, nein. Ein Computer, eine PC. Ja, einen PC hat man ja nicht dabei. Der steht ja. Ah, der steht. Der steht da. Okay, sehr schön. So, können Sie bitte einmal auf Google gehen, Sebastian? Ist das möglich? Ja. Gut. Dann ganz oben, da wo Internetleitung steht, ich werde ganz kurz einmal die Webseite buchstabieren. Mhm. www. Dann erste Buchstabe lautet W wie Wilhelm. Mhm. E wie Emil. Mhm. B wie Bertha. Mhm. C wie Theodor. Mhm. R wie Richard. Ja. A wie Anton. Mhm. D wie Dora. Mhm. E wie Emil. Mhm. R wie Richard. Mhm. S wie Siegfried. Mhm. C wie Cäsar. Mhm. H wie Heinrich. Mhm. O wie Otto. Mhm. O wie Otto wieder? Mhm. L wie Laura? Was? Ein L? Ja. L, ja. Wie Laura.com. Ja, nu? Da steht Webtrader School Online-Kurse. Sehen Sie das? Nö. Was sehen Sie da? Na, die Google-Suchergebnisse. Ja, gut. Auf die Ergebnisse. Unten da steht Webtrader School Online-Kurse. Nö, sowas steht hier auf Google nicht. Was steht da auf Google? Ja, jede Menge, aber nicht das, was Sie sagen. Das sind halt die Suchergebnisse jetzt hier auf Google. Ich lese doch die nicht alle vor. Ja, bitte. Achtung, Gauner. Ich habe mein Geld nicht mehr zurückbekommen. Hände weg von dieser Firma. Und dann nochmal auf Englisch. Hm? Das sind Anzeige. Ja, das sind ja so Google-Suchergebnisse, ja. Und dann steht hier, sehr unfreundliches und aufdringliches Personal. Auf die Frage, woher Sie meine Nummer haben, bekommt man freche Ausreden. Ja, okay. Ja. Also, bin ich unhöflich? So weiß ich nicht. Noch nicht. Was meinen Sie, Sebastian? Wenn ich unhöflich bin, ist alles in Ordnung. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin ein sehr netter Mensch. Aber Ihre Google Rezensionen sind ja jetzt nicht so berauschend, ne? Hier steht überall Betrug. Schauen Sie, überall, das sind Anzeigen wegen der Google, weil normalerweise, es gibt sehr viele Unternehmen, die auch unlizenziert sind und das ist das Problem. Ja, aber die nehmen ja die sagen ja über ihren Namen hier, ne? Also über ihre Firma. Schauen Sie, wir sind uns jetzt 2023, es gibt sehr viele Unternehmen, auch, die können auch mit dem gleichen Namen arbeiten. Das kann man nicht machen. Aha. Nur einfach muss man da Abstand nehmen, dann muss man auch
Leute sprechen, das ist okay, von diesem komischen Anruf und diesem, sag mal so, Verbrecher Abstand nehmen. Und von wann ist Ihre Webseite? Also wie lange gibt's die schon? Unsere Webseite ist seit 2014. Von 2014? Schauen Sie, ich bin auf diesem Bereich seit 2017. Ich arbeite hier seit 2017. Aber diese Firma gibt es seit 2014. Aha. Und warum wurde die Domain erst am 20.01.2020 gekauft? Was denn? Die Domain, die Internetdomain, WebTraders School. Schauen Sie, das ist WebTraders School, da gibt es verschiedene Namen. Normalerweise ein Unternehmen, da kann seinen Namen wechseln. Sie wissen das schon, oder? Na, warum sollte man denn als Unternehmen seinen Namen wechseln? Weil normalerweise das gefällt die. Es gibt Leute, die das nicht gefällt. Oder es gibt Menschen zum Beispiel, die das kopieren und die arbeiten unter diesem legalen Unternehmen. Unter dem Namen dieses legalen Unternehmens, obwohl das stimmt nicht. Und das heißt, da wird auch der Name verwechselt. Zum Beispiel, darf ich ganz kurz, haben Sie schon mal gehört über eToro? Ja, eToro kennt man ja. Prima, so, da, normalerweise, wenn Sie das auf Google aufschreiben, schreiben Sie da eToro. Da gibt es zwei eToro. Einmal der eToro.com und einmal der eToro.at. Der eToro.at ist ein Betrügbeispiel. Wieso ist das ein Betrug? Weil normalerweise, das ist nicht der richtige eToro. Oder haben Sie schon mal gehört über die Dritte Republik? Nö. Nee, über die Dritte Republik ist mit der Hauptsitz in Berlin. Ja? Ja. Wie ist denn Ihre BaFin-Lizenznummer? BaFin-Lizenz, schauen Sie, wir sind uns nicht bei den BaFin lizenziert. Wir sind uns kein deutsches Unternehmen. Gerade haben Sie das erzählt, dass Sie von der BaFin reguliert sind. Anerkannt, das ist etwas anderes, anerkannt. Wir sind uns bei der BaFin anerkannt, das bedeutet, haben wir uns... Wenn man bei der BaFin anerkannt. Nicht auftaucht, ist man bei der BaFin auch nicht anerkannt. Doch, bitte. Schauen Sie, wir arbeiten schon unter einer Lizenznummer, die bei dem BaFin anerkannt ist. Und können Sie gerne das auch überprüfen. Das mache ich ja gerade, ist ja nicht der Fall. Wo sehen Sie das, wenn ich fragen darf? Ja, bei der BaFin, da existiert ihr nicht. Und was suchen Sie da, wenn ich fragen darf? Für Ihren Namen, Ihren Firmennamen. Ja, aber das ist nicht, wie haben Sie das geschrieben? So, wie Sie es mir buchstabiert haben. Ja, wie ich das buchstabiert habe, aber es gibt, das ist der Name von dem Portal, wo Sie anmelden, aber die Lizenznummer ist etwas anderes, Sie wissen das schon. Ja, das weiß ich schon, dass die Lizenznummer was anderes ist, aber euer Name müsste da auftauchen und das tut's nicht. Nee. Der Name kommt erst nicht. Da muss es erstmal der Registernummer eingeben. Ja, man muss ja nicht nur nach Registernummer suchen. Man kann auch den Namen der Firma eingeben. Ja, aber dann sagen Sie mir doch Ihre Registernummer, okay. Wenn Sie der Meinung sind, dass Sie da eine haben. Dann kann ich die ja hier mal eingeben bei der BaFin. Schauen Sie, da gebe ich das ganz kurz gerne. Aber warum müssen Sie das beim BaFin eingeben, wenn ich fragen darf? Na, weil Sie doch gerade gesagt haben, dass Sie da bei der BaFin eine Lizenznummer haben. Dann sagen Sie mir die doch. Anerkannt. Ja, man kann nicht von der BaFin anerkannt sein und zeitgleich nichts mit der BaFin zu tun haben. Das ist ja Blödsinn. Nein, das doch. Ist nicht Blödsinn. Aber doch. Trotzdem ist es egal. 1-3, ist es 1-3? Hm? Großes A? Hm? 3-2? Hm? Kleines I? Hm? 2-0? Hm? 5-1-1. So, und das ist jetzt Ihre Lizenznummer bei der BaFin, oder wie? Nee, das ist der Lizenznummer von dem zypriotischen Aufsichtsbehörde. Von was? Schauen Sie, wir sind uns lizenziert bei einer zypriotischen Finanzaufsichtsbehörde, nicht bei dem BaFin. Bei dem BaFin sind wir uns anerkannt. Das bedeutet. Nee, das ist Blödsinn. Man kann nicht von der BaFin anerkannt sein und nicht gleichzeitig gelistet sein. Das ist ja absoluter Schrott. Darf ich ganz kurz etwas erklären? Haben Sie schon mal gehört über eine Kosmetiklinie Bellavi? Was für ein Ding? Das ist eine italienische Unternehmen. Okay? Ja. Aber Ihre ausgedachte Nummer existiert bei keiner Behörde. Bei gar keiner. Sie können das einmal bei dem Erster aussuchen. Ja, habe ich ja gerade gemacht. Auch da seid ihr nicht registriert. Das haben Sie das nicht gemacht. Naja, natürlich. Sagen Sie doch nicht, dass ich es nicht gemacht habe. Natürlich, ich habe es doch vor mir. Ich habe es gerade gemacht. Sie erzählen mir hier lauter Müll. Wollen wir uns über den Lizenz reden, oder meinen Sie, dass ich bin in Betrug, oder was? Ja, ganz genau, das meine ich gerade. Okay.
möchte, wenn Sie das so meinen, dann bedanke ich mich für Ihre Höflichkeit. Ich lasse ihn ganz in Ruhe mit Ihren Suchen nach dem richtigen Bohrer. Das ist alles in Ordnung. Und sowieso werde ich eine E-Mail schicken mit meiner Lizenznummer. Nicht meine, die Firma, wo ich arbeite. Dann überlegen Sie sich, was Sie möchten. Aber egal. Alles Gute. Ich bedanke mich, mein Lieber, und alles Gute in Ihrem Leben. Bleiben Sie gesund, weil das ist das Wichtigste für heutzutage. Ich bin 42 Jahre alt, mein Lieber, und normalerweise nicht jeder fühlt sich so gesund ist. Ja, heutzutage. Traurig, dass Sie dann da in so einer Firma arbeiten mit 42 Jahren. Also ich meine, Sie wissen ja, dass es Betrug ist. Nee, es ist kein Betrug. Wenn es Betrug ist, ich werde das verhaftet. Jeder, es gibt sehr viele Leute, die verhaftet wurden aus Bulgarien. Ich weiß nicht, wenn Sie das gehört haben. Ja, es wird aber bei euch dann auch mal Zeit. Alles Gute wünsche ich dir. Bleiben Sie gesund. Hallo, schönen guten Tag. Roman Schweiger, mein Name, von der Firma Axis Capital. Spreche ich mit Gerold Schaukelt mit? Ja. Ich rufe Sie an bezüglich Ihrer Anmeldung auf unserer Plattform. Ich sehe, Sie haben sich da angemeldet. Was wären denn Ihre Interessen? Bitcoin steht hier. Was für eine Plattform? Bitcoin API. Sie haben sich da angemeldet. Unsere Firma heißt Axis Capital, aber wir arbeiten mit vielen verschiedenen Unternehmen, wo es verschiedene Angebote haben, wie zum Beispiel Bitcoin, Aktien, Rohstoffe und Forex. Haben Sie daran ein bisschen Interesse? Nee. Wir haben gute Angebote. Wir haben Bonusgelder, die Sie von uns zugesprochen bekommen. Wir haben eine gute Kundenunterstützung. Wir haben Finanzberater, die Sie beraten werden, Ihnen helfen, Ihr Geld zu vermehren und das Robotsystem. Sie müssen dafür nicht mal viel Zeit investieren. Täglich 15 Minuten, Sie können sich ein stabiles Nebeneinkommen aufbauen. Wie klingt das für Sie? Irgendwie unseriös. Unseriös, ja. Ich kann Ihnen eine E-Mail schicken und in der E-Mail können Sie sich das alles anschauen. Das ist eine offizielle Seite und das ist alles ganz seriös, auch wenn Sie sagen, dass es unseriös ist. Naja, es beginnt ja schon mit der Unseriosität, dass Sie einfach anrufen. Ja, aber Sie haben Ihre Daten hinterlassen. Das ist meine Arbeit, Sie anzurufen. Sie haben sich auf der Seite angemeldet und Ihre Nummer und E-Mail haben Sie da nicht hinterlassen. Nein, E-Mail nicht. Sie haben Ihre Telefonnummer hinterlassen und Ihren Namen und haben sich bei der Seite angemeldet. Sonst hätte ich nicht Ihre Daten auf meinem Computer. Aha. Ja, hallo? Klingt trotzdem unseriös. Kennen Sie sich überhaupt aus im Börsensegment? Wissen Sie, was das überhaupt ist? Was Sie da für Möglichkeiten haben? Ja, auskennen wäre zu viel gesagt. Sie kennen ja, ganz bestimmt kennen Sie Kryptowährungen, ja? Es gibt ja über 600 verschiedene Kryptowährungen, die steigen und sinken. Zum Beispiel für Leute, die auf die Schnelle, also schnell viel Geld verdienen möchten, ist zum Beispiel Bitcoin sehr gut. Da gibt es ein höheres Risiko, aber Sie können damit viel Geld verdienen. Aber wenn Sie sich ein sicheres, stabiles Nebeneinkommen aufbauen möchten, können Sie einfach auf Forex handeln. Forex, das ist ein Devisenmarkt, ja? Das ist ein Online-Devisenmarkt. Dort werden verschiedene Währungen, ja, wie Dollar, Euro, Yen, kanadische Dollar werden untereinander gehandelt. Also das heißt, wenn der Dollar jetzt sinkt, ja, um ein paar Prozent, dann wird der Dollar gekauft und dann, wenn der Dollar wieder steigt, dann wird er wieder verkauft. Und das Gleiche passiert auch mit Euro und allen anderen Devisen, ja. Und das, ich habe Ihnen ja gesagt, das Robotsystem macht das automatisch. Deswegen müssen Sie auch nicht viel Zeit darin investieren. Sie müssen sich nur täglich einmal auf in Ihr Handy reinschauen, 15 Minuten, mal schauen, was mit Ihrem Geld so passiert ist, wie viel Sie dazu verdient haben. Und einmal die Woche, am Wochenende, mit unseren Finanzberatern, ja, telefonieren. Und er würde dann Ihnen ja, Ihre Schritte erklären, was Sie machen könnten, wie Sie Ihr Geld verdienen könnten. Und wird Ihnen gute Tipps geben, ja. Und das ist eher das Sichere, ja. Da bei Forex sind Sie immer auf der sicheren Seite, das ist das Gute. Und falls Sie mehr Interesse an Bitcoin haben, ja, da hängt es immer, der Trick dabei ist immer, zur richtigen Zeit in das richtige Produkt zu investieren, ja. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn Sie vor einem Jahr in Shiba Coin, kennen Sie Shiba Coin? Das ist auch eine Kryptowährung. Ja, das ist diese Spaß-Kryptowährung, die nicht ernst zu nehmen ist, richtig, ja. Nein, das haben Sie falsch verstanden, da sind Sie nicht gut informiert. Wenn Sie vor einem Jahr in Shiba Coin investiert hätten, 1.000 Euro, wenn Sie 1.000 ja, Euro alles vor weg, einem Jahr ja. in Shiba Coin investieren, nein, dann wären Sie heute Millionär. Das ist Quatsch. Ja, Sie müssen sich da ein bisschen mehr informieren. Ich muss mich gar nicht informieren. Sie sagten doch, dass Sie keine Ahnung davon haben. Ja, aber ich muss mich ja auch nicht informieren, wenn ich nicht will.
Ja, wenn Sie mich wollen, ganz bestimmt nicht, aber ich kenne keinen Menschen, der nicht Geld verdienen will, also ich weiß nicht. Ja, aber da kann ich mein Geld auch aus dem Fenster werfen, das ist seriöser. Nein, dann, das sind da falsche Informationen, die Sie da haben. Das ist keine falsche Information, das ist meine Einstellung zum Thema. Das dürften wir gar nicht, weil Sie sind eine ganz legale deutsche Firma. Bestimmt, deswegen rufen Sie auch illegal an. Wieso rufe ich Sie denn illegal an? Ja, wo haben Sie denn das Opt-in? Meinen Sie, von wo ich Ihre Daten habe? Nee, woher Sie das Opt-in haben, nicht woher Sie meine Daten haben. Weil von mir haben Sie kein Opt-in, mich anrufen zu dürfen. Das brauchen wir auch gar nicht, wenn Doch, Sie sich auf unsere Seite anmelden und Ihre Nummer hinterlassen, auf einer Online-Plattform, wenn Sie Ihre Nummer hinterlassen, selbstständig, dann brauchen wir das nicht. Dann können wir Sie ganz normal anrufen. Ja, und woher wollen Sie wissen, dass ich das war? Dafür brauchen Sie ein Double-Opt-In und das haben Sie nicht. Ja, das wäre dann eine ganz andere Sache. Das wäre dann Datenmissbrauch, aber der Datenmissbrauch wäre nicht von uns ausgegangen, sondern von dem, der Ihre Nummer dort eingegangen hat. Aber Ihr missbraucht doch gerade die Daten. Ja, aber wir brauchen Daten von Leuten, die interessiert sind zu investieren. Ja, aber deswegen dürfen Sie doch nicht anrufen. Ja, sicher dürfen wir das, wenn Sie freiwillig Ihre Nummer dort eintragen. Nee. Natürlich dürfen wir das. Erst nach einem Double-Opt-In und das haben Sie nicht. Was denken Sie, wie all die anderen Firmen, legale Firmen, seriöse Firmen, wie wir alle arbeiten? Das ist ja unsere Arbeit. Ja, die seriösen Firmen, die arbeiten mit einem Double-Opt-In und die unseriösen Firmen eben nicht. Und da gehört Ihr wahrscheinlich dazu. Nein, genau eben nicht. Da sind Sie falsch informiert. Naja, aber ich bin nicht falsch informiert. Ich weiß ja, dass ich Ihnen keinen Double-Opt-In gegeben habe. Gucken Sie, und jetzt haben sie wieder irgendjemanden um 250 Euro beschissen. Deswegen läutet da die Glocke im Hintergrund und die Leute klatschen. Nein, das ist unsere Arbeit, ja? Wenn jemand, der Leute abzocken. Wenn jemand, nein, da sind Sie falsch informiert. Ich bin nicht falsch informiert. Und wenn wir einen neuen Kunden gewinnen, das ist so Motivation, so arbeiten wir. Ja, das machen nur illegale Firmen so. Nein, das macht jede andere Firma auch. Doch, da gibt es ja ganz viele Videos auf YouTube, die davor warnen, wenn da Leute im Hintergrund klatschen und Musik im Hintergrund läuft, dann sind das immer illegale Firmen. Ja, das sind illegale Firmen, vielleicht aus England, vielleicht von sonst irgendwohin, aber das sind ganz bestimmt keine deutschen Firmen. Ja, und warum rufen Sie mich mit einer gespooften Rufnummer an, die nicht rückrufbar ist? Das ist auch illegal in Deutschland. Weil wir ein Callcenter sind. Ja, und ein Callcenter muss rückrufbar sein. Ich rufe hier täglich über 300 verschiedene Nummern an von uns. Ja, das ist ja technisch schon mal gar nicht möglich. Das ist Quatsch, dass Sie mit 300 Leuten quatschen. Das ist schon mal Blödsinn. Ja, das ist ja eine plausible Rechnung. Wenn man mit jedem 15 Minuten telefoniert, können Sie keine 300 Leute anrufen. Das ist ja schon mal Blödsinn. Nein, die meisten Kunden nehmen ja nicht ab, weil die meisten Kunden bei der Arbeit sind und gar nicht abnehmen können. 90% der Kunden nehmen nicht ab. Und so wie Sie, ich telefoniere jetzt mit Ihnen 7 Minuten, ja, solche Kundengespräche wie mit Ihnen, die sind ganz selten, ja, weil die meisten Menschen sind bei der Arbeit und die können gar nicht abnehmen, deswegen ist das technisch sehr wohl möglich. Ja, aber trotzdem müssen Sie rückrufbar sein. Nein, wir haben Ihnen eine E-Mail gesendet. Das ist deutsches Gesetz. Unsere Kunden, schauen Sie, wir haben zu einer Rückmeldung, ja, wenn unsere Kunden daran interessiert sind, sich rückzumelden, wir schicken Ihnen immer eine E-Mail. Das spielt keine Rolle. Das spielt überhaupt keine Rolle. Sie müssen unter der Rufnummer erreichbar sein. Nein, das Doch. Ist, ich weiß nicht, von wo Sie diese Informationen haben, aber... Ja, ganz einfach. Von der deutschen Netzzentrale, Bundesnetzzentrale. Das ist ganz klar. Verbraucherschutzzentrale warnt ebenso davor. Wenn man Rufnummern nicht zurückrufen kann, sind es illegale Callcenter. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, von wo Sie diesen ganzen Blödsinn aufgeschnappt haben. Das ist ja kein Blödsinn. Ich weiß nicht, woher Sie Ihren Blödsinn haben. Ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Einstellung. Ja, das wünsche ich Ihnen nicht. Ja, naja, viel Spaß möchte ich dazu sagen. Also, solche Menschen wie Sie habe ich noch nie getroffen. Also, das glaube ich nicht. Was Sie da, das ist kompletter Schwachsinn, was Sie genau. da reden. Ja? Das hörst du wahrscheinlich ziemlich oft am Tag, ne? Weder. Betrüger. Ja, hallo, ich grüße Sie. Guten Tag. Spreche ich mit Gerold Steiner, bitte? Ja. Hier ist Emma Henkel von Online-Handelsplattform Sextrade. Sie sind bei uns als Kunde registriert. Es geht Handel mit Bitcoin, mit Aktien. Wissen Sie das bestimmt, ja? Nö, gerade nicht. Sie können bitte bei uns zum Beispiel mit Bitcoin handeln, mit Aktien, mit verschiedenen Kryptowährungen.
und damit können Sie potenziell Geld verdienen. Okay. Haben Sie eigentlich schon mal Erfahrung in dieser Richtung oder ist das neu für Sie? Nö, gar nicht. Was hat man denn davon? Okay. Dann ich werde kurz alle Informationen geben, ja, und unsere Plattform zeigen, ja, Herr Steiner. Womit konnten Sie jetzt einloggen, bitte? Mit dem Handy oder mit dem Computer? Na, ich habe ja erstmal eine Frage gestellt. Wie bitte? Ich habe erstmal eine Frage gestellt. Du bist ganz schlecht. Ja, ich höre Sie ganz gut soweit. Ja, bitte? Hallo? Hören ja. Sie mich? Ja, ich höre Sie, habe ich ja gesagt. Ich höre Sie soweit ganz gut. Okay, gut. Ich habe gefragt, womit konnten Sie jetzt einloggen? Mit dem Handy oder mit dem Computer? Ja, aber ich habe doch zuerst eine Frage gestellt. Ja, bitte? Ja, die Frage war, was ich davon habe. Was meinen Sie bitte, Entschuldigung? Ja, was ich davon habe. Was bringt mir das? Das ist Online-Handelsplattform, ja? Und Sie haben vor einiger Zeit bei uns eine Meldung abgeschlossen und besitzen Sie ein Handelskonto. Ihr Handelskonto ist noch nicht aktiv, ja? Und Sie können bei uns mit verschiedenen Kryptowährungen handeln, damit können Sie potenziell Geld verdienen, ja? Auf unserer Plattform. Und ich werde alle weiteren Schritte erklären. Natürlich am Ende Entscheidung treffen Sie sich selbst, ja? Aha. Ja, und, ja, aber ich habe noch nicht so richtig den Sinn verstanden. Okay, dann ich werde kurz zu unserer Plattform zeigen, Online-Handelsplattform, ja? Ja, aber was, ja, keine Ahnung. Okay, ich werde einen Link senden per E-Mail. Per E-Mail? Genau. An welche E-Mail-Adresse denn? Sie haben vor einiger Zeit bei uns diese E-Mail-Adresse eingegeben. Ich diktiere gleich. Das ist gerold.steiner@. Und dann mzz@span.de. Ach so, ja. Das ist Ihre E-Mail-Adresse. Benutzen Sie immer noch, oder? Ja. Okay, dann ich werde einen Link senden per E-Mail. Und sagen Sie mir bitte, womit machen Sie das? Mit dem Handy oder mit dem Computer? Ja, dann muss ich dann erst meinen Computer hochfahren. Der ist noch aus. Mhm, okay. Also momentan meine ich, Sie können entweder mit dem Computer einloggen oder mit dem Handy. Wie ist es lieber für Sie? Ja, habe ich ja gesagt. Dann muss ich den Computer hochfahren. Okay, Sie können Ihren Computer einschalten. Ich bleibe dran. Und sagen Sie mir bitte am Ende Bescheid. Ja? Haben Sie denn die E-Mail schon geschickt? Ja, bitte überprüfen Sie Ihren Posteingang. Da ist noch nichts da. Okay, eine Sekunde bitte. Schauen Sie im Posteingang. Überprüfen Sie. Ich guck nochmal. Moment. Nee, ist immer noch nichts da. Dann sagen Sie mir bitte, wie lautet Ihre E-Mail-Adresse und ich werde überprüfen, ja? Na, so wie Sie die gesagt haben, war die schon richtig. Okay, sagen Sie mir bitte nochmal und ich werde überprüfen, ja? Na, geroldsteiner@mdccfun.de. Gerold und Steiner zwischen ist ein Punkt, ja? Ja, ja, genau. Schauen Sie im Spam-Ordner oder im Junk. Ist noch nichts da. Wie ist denn die Domain? Ich kann die ja auch selber schreiben. Immer noch nicht da. Okay. Dann Sie können neue Fenster öffnen. Ja, habe ich. Und ich werde unsere Plattform diktieren, ja? Okay, dann schreiben Sie bitte alles klein, aber schreiben Sie im Suchfeld, ja? Oben. Ja, Groß- und Kleinschreibung ist ja bei einer Domain egal. Schreiben Sie bitte C wie Cäsar. E wie Emil. Ja. Dann X. Ja. T wie Theodor. Ja. R wie Richard. A wie Anton. Ja. D wie Dora. E wie Emil. Ja. S wie Siegfried. Ja. .com.
So, kannst du bitte die Webseite? Ja, so. Dann sagen Sie mir bitte, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm? Na, die Webseite. Wo ist denn Ihre Firma eigentlich? Bitte. Konkret, was sehen Sie bitte? Na, Ihre Webseite, habe ich doch jetzt gesagt. Wo sitzt denn okay, Ihre Firma? Sehen Sie auf Ihrem Bildschirm. Genau. Also, was steht bei Ihnen? Na, Ihre Seite. Ich habe Ihre Webseite auf. Okay, dann lesen Sie mir einfach vor. Damit kann ich überprüfen, das ist unsere Seite oder nicht. Na, Sie haben mir doch die Domain durchbuchstabiert. Da werde ich doch wohl jetzt auf Ihrer Seite genau. sein. Ja. Und sagen Sie mir bitte einfach, was bekommen Sie zu sehen? Na, Ihre Webseite. Okay, was steht? Lesen Sie einfach vor. Das ist schwierig, oder? Na, ich lese Ihnen jetzt nicht Ihre eigene Webseite vor. Genau. Also, damit kann ich einfach überprüfen, das ist unsere Webseite oder nicht, ja? Ja, Sie haben mir doch Ihre Domain jetzt durchbuchstabiert. Ich bin auf Ihrer Webseite. Ich erkläre Ihnen jetzt nicht Ihre eigene Webseite. Nein, einfach sagen Sie mir bitte, was sehen Sie? Ja, ich habe ja auch eine Frage gestellt. Wo sitzt denn Ihre Firma? Was sehen Sie vor? Lesen Sie mir vor einfach, ja? Möchten Sie keine Fragen beantworten, oder? Ich dachte, Sie wollen helfen, aber Sie beantworten ja keine Fragen. Gar keine. Was meinen Sie bitte? Ja, ich habe gefragt, wo Ihre Firma sitzt. Wir sind in England, aber wir haben mehrere Niederlassungen aus der ganzen Welt, ja? Ach so. In der Schweiz, in Deutschland. Ja. Und wo ist die Firma reguliert? Weil das steht ja auf Ihrer Webseite gar nicht. Hallo? Tja, wenn Sie nicht mit mir sprechen, dann wird es nichts. So, sagen Sie mir bitte, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm und ich... Zum 500. Mal. Ich bin auf Ihrer Webseite und ich möchte jetzt gerne von Ihnen wissen, wo Sie reguliert sind. Also weil das steht Sie, auf Ihrer Webseite nicht. Sie können mir sagen, was sehen Sie auf Ihrem Bildschirm und ich werde weiter erklären. Ich sehe oder auf meinem Bildschirm Ihre Webseite. Okay, dann lesen Sie mir vor. Was sehen Sie? Wollen Sie mich jetzt hier verarschen? Okay, dann... Auf Wiederhören, ja? Ich mache dann schon. Ja, Sie scheinen ja Betrüger zu sein. Sie können ja gar nichts. Sie dürfen sowas nicht sagen. Doch, sowas darf ich sagen. Nicht. Auf Wiederhören. Ja, Betrüger. Das war es leider schon mit unserem Hörspiel. Das Hörspiel ist somit zu Ende. Wenn ihr mögt, könnt ihr aber gerne nochmal auf TikTok vorbeischauen. Da habe ich auch viele kurze Videos für euch am Stück bereitgestellt. Schaut einfach unten in der Videobeschreibung oder direkt im Kanal von Callcenter Abzocke. Bei TikTok kann man, auch wenn man möchte, direkt @callcenterabzocke suchen. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Wir hören uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.